Heute bei Bitte melde dich. Ich überrasche Martina, die von ihrer Schulfreundin Marianne vor über 40 Jahren plötzlich getrennt wurde. Wir waren ja noch sehr klein, wir waren 12. Uns war ja klar, dass das ja schon Abschied für immer sein wird, dass wir nie wieder so freundschaftlich verbunden sein können. In Bonn begeben wir uns auf die Suche nach der schmerzlich vermissten Marianne und stoßen auf eine heiße Spur. Jetzt bin ich gespannt. Außerdem, Robby sucht seine Mutter und begibt sich auf die Spuren seiner Vergangenheit. Oh, wow. Im Moment habe ich eine Leere in der Brust. Da fehlt was. Und wenn sie da ist, kann ich dieses Loch wieder schließen und ich wäre zufrieden und glücklich. Überglücklich. Ich möchte Robbys Herzenswunsch erfüllen und seine geliebte Mutter finden. Ein Hinweis führt mich nach Norddeutschland. Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Berlin. Die Geschichte einer sehr außergewöhnlichen Freundschaft führt mich heute in die Bundeshauptstadt. Ich bin jetzt hier in Berlin mit Nele verabredet, deren Mama ihre ehemals beste Freundin aus Kindertagen wiedersehen will. Natürlich weiß Mama Martina nichts von unserer Verabredung, denn wir möchten sie jetzt gemeinsam überraschen. Dass ich sie hier an der Schule treffe, hat einen Grund. Mutter Martina ist Lehrerin und hat gerade noch Unterricht. Ihre Tochter Nele soll mir bei der Überraschung helfen. Hier auf dem Lehrerparkplatz sind wir jetzt verabredet. Ich hoffe, sie kommt gleich. Da kommt eine junge Frau. Das ist bestimmt Nele. Du bist Nele. Hallo. Super. Geheimes Treffen auf dem Lehrerparkplatz sozusagen. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Nervös? Ein bisschen. Ja. Okay. Und Mama weiß jetzt nichts? Nee, gar nichts. Okay, alles klar. Erzähl mir doch mal. Wir haben ein paar Minuten, glaube ich, haben wir noch Zeit. Ja. Hat Mama dir öfter mal erzählt von diesem Wunsch, dass sie ihre Freundin wiedersehen will? Oder erzählt sie von der Freundschaft manchmal? Sie erzählt eben immer, wie besonders das einfach alles war, weil das ja eine sehr ungewöhnliche Freundschaft war. Und du spürst, dass es ihr wichtig ist? Ja, total. Also damals konnten die zwei einfach keinen Kontakt halten. Ja. Und es gab für sie einfach keine Möglichkeit, irgendwie danach sich noch irgendwann mal wiederzusehen. Also sehr schicksalhaft. Ja. Ich verstehe. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt mal besprechen, wie wir die Mama am besten überraschen. Die ist gerade noch im Unterricht. Ja. Okay. Und hast du eine Idee, wie wir das jetzt machen könnten? Wir könnten an ihrem Auto warten, das steht da. Okay, alles klar, dann machen wir das. Und dann kommt sie irgendwann in ja. paar Minuten. Dann gehen wir da hin. Sehr gut. Pünktlich zum Schulschluss legen wir uns auf die Lauer. Was denkt sie, wo du bist? Zu Hause. Okay, verstehe. Da kommt sie. Ja? Ja. Okay. Versteck mich ein bisschen hinterm Auto. Hallo! Ich sehe nur meine Hallo, Tochter. Martina! Hallo! Einfach so aus der Ferne. Gefühlt. Umarmung. So. Ja, das ist ja unglaublich. Man sieht das sonst nur im Fernsehen. Ja. Oh, ich glaube, die Mama musste mal umarmen. Mach das mal in meinem Auftrag. Meine Güte. Oh. Ich glaube, die Überraschung ist geglückt. Mehr als ich zittere am ganzen Körper. Ich würde mich gerne mit dir zusammensetzen. Ja. Und dann erzählst du mir einfach mal ein bisschen. Gerne. Ja? Verbündete Nele hat ihren Auftrag erfüllt, ist erstmal entlassen. Oh. Später. Gehen wir, komm. Ja. Martina, ich weiß ja schon ein bisschen was und ich weiß vor allem, dass du nach deiner ehemals besten Freundin suchst, ja. nach Marianne. Ja. Kannst du mir mal selber beschreiben, wie groß dieser Wunsch in dir ist? Dieser Wunsch ist riesengroß. Also unsere Freundschaft war ja eigentlich nur eine kurze, die
währte nur 3 Jahre, aber trotzdem waren diese 3 Jahre so innig, dass ich Marianne wirklich nie vergessen habe. Es sind fast 40 Jahre, habe ich jetzt überlegt, die das schon her ist. Und ich denke wirklich ganz oft an sie. Ja? Mhm. Erzähl mir doch mal, wie ihr beiden euch überhaupt begegnet seid und wie ihr euch kennengelernt habt. Na, wir haben uns genau in so einem Klassenzimmer hier, wie wir hier sitzen, auch kennengelernt. Ich war schon in dieser Klasse und Marianne kam im Laufe des Schuljahres dazu. Und neben mir war dieser berühmte Platz frei und dann hieß es, setz dich doch da mal hin. Also es war Liebe auf den ersten Blick. Echt? Und ich glaube, wir waren sowas wie Schwestern füreinander. Das ist ja alles so eine bisschen ungewöhnliche Geschichte. Erklär mir mal den Hintergrund ein bisschen. Marianne ist die Tochter von einem Botschaftsangehörigen der dänischen Botschaft. Und die Familie war damals in Ost-Berlin. Und Marianne wurde jeden Morgen über die Bornholmer Brücke nach West-Berlin in die Schule gebracht. Eben zu mir in die Schule, in mein Klassenzimmer. Und so war es, dass wir eben in 2 unterschiedlichen Ländern wohnten, in 2 unterschiedlichen Regimen ja auch wohnten. Und so waren wir entweder hier oder da. Also entweder war sie bei mir in West-Berlin oder am Wochenende war ich eben ganz oft mit ihr in Ost-Berlin. Also meine Eltern haben mich dann immer mit einem Visum über die Bornholmer Brücke wieder nach Ost-Berlin einreisen lassen. Und da warst du dann dort in ihrer Diplomatenfamilie? Ja, in ihrer Villa. Die hatten ein großes Haus in Berlin-Pankow. Mhm. Und da haben wir dann die Wochenenden verbracht. Was ist dann passiert? Warum wurdet ihr getrennt voneinander? Weil Mariannes Vater Ost-Berlin verlassen musste. Dann war es so, dass die Familie eben nach Dänemark für eine kurze Zeit gegangen ist, wo auch entschieden wurde, dass Marianne in Dänemark bleibt, sich dann von ihren Eltern praktisch trennt. Die ist dann zur Oma gegangen und ihre Eltern sind weitergegangen nach Belgrad. Das weiß ich noch. Kannst du dich eigentlich bewusst an den Abschied erinnern? Ja, sehr. Weil ja klar war, dass es ein sehr absoluter Abschied sein wird. Wir waren ja noch sehr klein, wir waren 12 Jahre alt. Uns war ja klar, dass das schon ein Abschied für immer sein wird. Dass wir nie wieder so freundschaftlich verbunden sein können. Mhm. Das war dir bewusst, auch obwohl du jung warst? Ja, das war mir sehr bewusst. Das war sehr klar. Ich weiß, wir standen in meinem Zimmer und sie musste sich verabschieden. Ja. Das heißt, du hast danach nie mehr irgendwas gehört? Nein, wirklich rigoros gar nicht. Dadurch, dass die sozialen Medien uns da einfach noch nicht so beisammenhalten konnten, habe ich nie wieder was von ihr gehört, nein. Hättest du sie gerne wieder als Freundin in deinem Leben? Ja, unglaublich gerne. Unglaublich gerne. Das wäre der Wahnsinn. Martina, du bist vor allem heute auch hier, weil ich dir was sagen möchte. Mein Team und ich, wir haben nach deiner Marianne gesucht. Und dazu möchte ich dir jetzt gern was zeigen. Ja? Ja? Okay, dann guck mal. Mhm. 2 Wochen zuvor. Da Marianne Tochter eines dänischen Diplomaten ist, habe ich mich in der Recherche zunächst an die dänische Botschaft gewandt. Von dort habe ich bisher jedoch noch keine Antwort erhalten. Also ich habe jetzt in verschiedene Richtungen weiter recherchiert und das zentrale Melderegisteramt in Kopenhagen hat mir jetzt geantwortet. Die haben mir die Info geschickt, dass eine Marianne Knudsen 1974 nach Bonn verzogen ist. Und zwar in die Horionstraße Nummer 37. Diese Info liegt jetzt zwar chronologisch vor ihrer Zeit in Berlin, trotzdem möchte ich die Spur gerne verfolgen, denn es könnte ja sein, dass sich in Bonn irgendjemand an sie erinnert und vielleicht weiß, was aus der Familie geworden ist. Bonn am folgenden Tag. Hier macht sich Lukas aus meinem Team auf die Suche vor Ort. In der ehemaligen Bundeshauptstadt gab es in den 70er Jahren zahlreiche Botschaften und Konsulate verschiedenster Länder der ganzen Welt. Mariannes Vater war hier von 1974 bis 1978 stationiert. Im südlichen Stadtteil Schweinheim lebte die Familie damals. Okay. Hier ist die 37. Hier muss sie früher gewohnt haben. Keiner da? Na dann vielleicht bei den Nachbarn. Oh,
ein Golden Retriever on duty. Die haben wohl einen Wachhund. Hallo, guten Tag. Nicht erschrecken, kurze Frage. Ich suche Marianne Knutzen. Die hat früher mal hier nebenan gewohnt in der 37. Das ist schon lange her. Ende der 70er ist das gewesen. Eine dänische Diplomatenfamilie. Kann ich mich auch nicht daran erinnern. Also ein junges Mädchen, gar nicht. Wie lange sind Sie schon hier? 2000. Okay, dann gab es da keine zeitlichen Überschneidungen. Können Sie mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich noch nachfragen könnte? Drüben vielleicht eher. Die Geschichte hier aus der Ecke kennt. Da können Sie fragen. Ich versuch's mal. Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss. Dann versuche ich's mal hier. Hallo, was guten Tag. Hier? Hallo, wir sind von Sat.1, bitte melde dich. Nur eine kurze Frage. Ich suche dieses Mädchen hier, Marianne. Kommt aus Dänemark. Die hat Ende der 70er da unten in der 37 gewohnt. Wissen Sie vielleicht was? Schauen Sie noch mal. Marianne, wie hieß sie denn mit Nachnamen? Marianne Knutzen, eine dänische Diplomatenfamilie. Ja, ich wohne hier 70 Jahre, also ich kenne keine Marianne Knutzen. Also es ist immer schön, wenn man den Leuten helfen kann, ne? Sie wissen ja, die Julia Leischik, die gucke ich ja auch immer, ne? Ich denke, dass das so ein Ding ist von der. Also ich helfe der Julia Leischik beim Suchen. Ja, ja, ich verstehe das ja auch. Das ist mir ja auch alles klar, aber ich kann da leider nicht helfen. Tut mir leid, ist mir wirklich ein Anliegen. Finde ich ganz toll, die Dankeschön. Sendung. Und machen Sie es gut, versuchen Sie es weiter. Dankeschön. Ich denke an Sie. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Für Lukas heißt es jetzt mühseliges Abklappern der Nachbarschaft. Doch einer erfolgreichen Suche steht ein entscheidendes Detail im Weg. Ich suche dieses Mädchen hier. Ja, da muss ich passen. Es tut mir leid. Ich wohne erst seit, ich muss überlegen, seit 89 wieder hier. Vorher habe ich in der Fennerstraße gewohnt. Kann ich mich nicht erinnern. Wie lange wohnen Sie hier schon, wenn ich fragen darf? Seit 95. Ich wohne seit 93 hier. Ich kurz. Eine Woche. Ach, Sie sind ganz neu. Ja. Okay, trotzdem Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Okay, ich glaube, hier weiter zu suchen macht jetzt keinen Sinn. Ende der 70er Jahre ist halt auch schon ziemlich lange her. Ich brauche einen neuen Ansatz. Ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Am selben Abend in Bonn. Lukas hat eine Idee. Als Marianne in Bonn lebte, muss sie die Grundschule besucht haben. Deshalb sucht Lukas zunächst die Schule, die am nächsten am alten Wohnort liegt. Ah ja, hier ist eine. KGS Burgschule. Das ist eine Grundschule und die ist direkt um die Ecke. Im nächsten Schritt sucht Lukas in einem sozialen Schülernetzwerk ehemalige Klassenkameraden, die zur gleichen Zeit die KGS-Grundschule besucht haben könnten. Vielleicht kann sich jemand an Marianne erinnern. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich schreibe jetzt Leute an, die damals zur gleichen Zeit mit Marianne zur Schule gegangen sind. Und vielleicht erinnert sich ja jemand an sie. Vielleicht kennt sie noch irgendjemand. Und eventuell kann mir jemand weiterhelfen. Zwei Tage später. Tatsächlich hat sich jemand auf den Aufruf gemeldet. Die Besitzerin eines Hotels hatte am Telefon behauptet, Marianne gekannt zu haben. Daraufhin konnte Lukas sich mit ihr verabreden. Okay, da ist es. Jetzt bin ich gespannt. Hallo. Hallo. Du bist Silke, ne? Ja, genau. Ja, ich bin Lukas, hallo. Ja, schön. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht können wir uns irgendwo unterhalten? Ja, gerne. Wir können uns raus auf die Terrasse setzen. Alles klar, prima. Also Silke, du bist eine alte Schulfreundin von Marianne. Ja. Welche Erinnerungen hast du denn noch an sie? Also wir kennen es aus der Grundschule. Und
Eigentlich nur ganz, ganz gute Erinnerungen, total positiv, ganz, ganz liebe. Kontakt ist natürlich dann irgendwann abgebrochen, als sie dann wegging. Und es war auch für uns alle sehr schwer damals, weil sie ein unheimlich lieber Mensch gewesen ist. Ich habe auch noch ein paar Fotos von ihr. Möchtest du sie mal sehen? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, okay, ich hole sie mal. Danke, ich warte kurz. Jo, Klassenfoto. Wow. Lange ist's her. Wo ist sie? Das ist Marianne. Und auf dem Foto da unten? Hier ist Marianne auch. Ah, hier. Und wo bist du hier? Und auf daneben dem Foto? Bin ich. Daneben mit der Brille. Guck mal, ich habe auch ein Foto von früher. Da ist Marianne drauf. Ja. Man erkennt sie sofort wieder. Jo. Ne? Ja. Hast du denn irgendwann nach der Grundschulzeit noch mal was von Marianne gehört? Ja, das ist der Knaller schlechthin. Das war so vor circa 5 Jahren. Da stand sie auf einmal bei uns hier im Hotel. Sie ist durch Zufall hier, als sie Urlaub gemacht hat, mit ihrem Mann in der Gegend gewesen, hat gesagt, ach komm, lass uns einfach mal vorbeifahren. Nein. Dann stand sie wirklich auf einmal an der Rezeption und es war Zufall, dass ich auch Dienst hatte. Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, Silke. Und ich habe gesagt, Marianne. Und wir haben uns auch sofort wiedererkannt. Das war total schön. Habt ihr danach dann noch Kontakt gehabt? Also wir haben eigentlich sofort gesagt, wir müssen uns noch mal treffen. Aber wie das immer so ist, wenn man ein Geschäft hat, dann bleibt halt oft die Zeit nicht dafür. Und ist ein bisschen schade, dass man sich dann doch aus den Augen verloren hat. Hat sie denn vielleicht eine Telefonnummer dagelassen oder eine Adresse? Ja, hat sie alles dagelassen. Sie ist in Dänemark jetzt gerade. Ja, sie ist jetzt in Dänemark wieder. Könntest du mir die Adresse geben? Ja, klar. Vielen, vielen, vielen Dank. Gerne. Also mit diesen Angaben und der Adresse habe ich weiter recherchiert und konnte Marianne ausfindig machen. Echt? Wahnsinn. Marianne lebt in Kopenhagen. Geht's ihr gut? Ihr geht's gut. Und ich habe dann Kontakt aufgenommen und wir haben uns verabredet. Ach, krass. Wahnsinn. Ich werde dir jetzt dazu was zeigen. Hm, guck mir. Ja. So, ich bin mit Marianne verabredet und ich hoffe, dass sie jetzt gleich hierher kommt. Da kommt jemand durch die Drehtür. Vielleicht ist sie das. Das könnte sein. Hallo, bist du Marianne? Ja. Ja? Krass. Hallo. Ja. Wie schön, dich kennenzulernen. Hallo. Hallo. Hallo, freut mich sehr. Warte. Ja. Bist du ein bisschen nervös? Ja, ein bisschen. Ja. Das kann ich mir denken. Ich würde vorschlagen, wir setzen uns zusammen. Gut. Und dann reden wir einfach. Ja, komm mit. Ja, danke. Wahnsinn. Schön. Unglaublich. Das ist wie im Film hier. Na, und dann haben wir natürlich uns unterhalten. Ja. Und das zeige ich dir jetzt. Marianne, ich wollte gern mit dir sprechen, weil es ja jemanden gibt, der dich sucht, wie du weißt. Ja. Deine ehemals beste Freundin, Martina. Was sagst du dazu, dass sie dich sucht? Ich finde es echt toll. Das ist wahnsinnig. Ja? Ich habe mich so gefreut, als ich es erzählt bekam. Ist das ein schönes Gefühl zu wissen, dass man einem anderen Menschen, der nicht Familie ist, so viel wert ist? Ja, sehr. Es ist ganz anrührend, wenn sie von dir erzählt. Ach, schön. Das ist schön zu wissen. Ja? Wahnsinn. Ich werde auch ein bisschen, ja. Die hat dich nie vergessen. Ich habe sie auch nie vergessen. Wir haben uns das letzte Mal 1981 gesehen. Auch wenn es so lange her ist, war sie für dich auch so eine wichtige Freundin? Ja, ich finde, unsere Freundschaft war sehr gut. Und für mich war eine gute Freundschaft sehr wichtig, weil ich ja als Ausländer in Deutschland war. Und dass sie sich sehr um mich gekümmert hat. Marianne, erklär mir doch mal ein bisschen näher, warum warst du im Osten und bist jeden Tag in den Westen? Mein Vater war ja an der Botschaft, in der dänischen Botschaft in Ost-Berlin als Vizekonsul. Und ich ging jeden Tag in West-Berlin zur Schule
Wir mussten jeden Morgen über Bornholmer Straße. Es war merkwürdig, über die Grenze jeden Morgen zu fahren. Und da standen Grenzposten. Es war ein Land, aber getrennt. Und es waren zwei sehr unterschiedliche Welten. Es war schon ein bisschen merkwürdig. Kannst du dich daran erinnern, ob du mal bei Martina übernachtet hast? Das, was junge Mädchen also gerne machen. Ja, ich habe es mehrmals bei ihr übernachtet. Ihre Eltern waren sehr lieb. Ich habe mich immer wohl gefühlt. Mhm. Das ist schön. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das dann zur Trennung kam? Ich kann mich nur daran erinnern, als meine Eltern mir mitgeteilt haben, dass ja, jetzt geht's wieder nach Dänemark. Ich war sehr betrübt, weil Martina eben, weil wir eine gute Freundschaft hatten. Ich habe auch viel geweint und geweint. Und ich habe auch viel an Martina gedacht. Ach, schön. Erzähl doch mal ein bisschen, wie dein Leben dann später weiter verlaufen ist. Ich habe meinen Mann Thomas vor 31 Jahren kennengelernt. Wir haben zwei erwachsene Söhne. Anders ist 22 Jahre alt. Christian ist 18 Jahre alt. Und wir wohnen alle zusammen 60 Kilometer südlich von Kopenhagen. Ich habe was Kleines mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Foto erinnern kannst, aber das seid ihr beiden damals. Oh, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das ist wie ich mich an Martina erinnere. Ach, das ist Wahnsinn. Das ist ein Teil von meinem Leben. Ja. Ich freue mich echt, Martina wiederzusehen, wie sie heute aussieht. Ich habe dir auch von jetzt ein Bild mitgebracht. Das ist deine Freundin, Tina. Oh, die sieht so nett aus. Bisschen älter geworden, aber ja. Sieht sehr gut aus. Schön. Toll. Ich freue mich. Ja? Ich freue mich wirklich. Schön. Hallo, Martina. Ich bin's, Marianne. Ich freue mich total, dich wiederzusehen. Ich bin sehr überwältigt, dass du versucht hast, mich zu finden. Und ich hoffe, dass unsere Freundschaft für immer bleibt und dass wir uns nicht wieder verlieren. Ich freue mich sehr. Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Ihre Kinder sind genauso alt wie meine. 18 und 22, genauso. Du freust dich richtig, ja. Ne? War unfassbar. Ich habe immer noch das Gefühl, es ist nicht wahr. Jetzt hast du ja mitbekommen, dass ich eben gesagt habe, wir haben uns verabredet. Ja. Du dachtest jetzt wahrscheinlich in Kopenhagen. Aber als sie von dir gehört hat, dass du sie suchst, hat sie sich sofort in den Flieger gesetzt. Und sie ist hier in Berlin. Und hier im Schulhof wartet sie jetzt auf dich. Und du kannst zu ihr gehen. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank. Vor über 40 Jahren musste Marianne Berlin verlassen, weil ihr Vater versetzt wurde. Seit damals haben sich die geliebten Schulfreundinnen nie wieder gesehen. Und das soll sich nun ändern. Du auch? Ich hätte dich auch total erkannt. Ich habe so oft an dir gedacht und dachte, okay, vielleicht können wir uns irgendwann wiedersehen. Jetzt. Und jetzt ist es so. Jetzt. Marianne lernt dann auch Martinas Tochter Nele kennen. Und was vor über 40 Jahren in einem Klassenzimmer als ganz große Freundschaft begann, kann nun endlich fortgesetzt werden.